Hey Leute, willkommen zurück zu World of Warplanes. Heute mit der Key 27. Ich habe mir jetzt auch überlegt, ich gehe jetzt erstmal hier weiter runter. Solange Marsch der Nation läuft, soweit werde ich da vermutlich eh nicht kommen. Aber Miso, zu dir komme ich gleich. Wir spielen jetzt mal eine Runde und der Hund ist dabei. Ja, Moment. Rad auf der und ist dabei. So, gut, dann suchen wir mal ganz fix ein Gefecht. Und dann probieren wir das mal mit dem Flieger aus. Ich habe mir den jetzt schon. Ich habe jetzt noch nicht mitgespielt. Ich habe mir gleich noch die ganzen Upgrades mitgeholt und da ein paar Sachen reingebaut. Halt der übliche Kram wie genauer zielen 5%. Dass die Schüsse 5% genauer fliegen oder treffen, wie auch immer. Ja, dann das erste Hilfepäckchen und Universalmunition. Gucken wir mal, wie es läuft. Ich habe jetzt noch gar nicht nachgeguckt, wie das mit den. Ja, ich guck mal. So, gut, dann hätte ich das geklärt. Normalerweise will ich doch gar nicht hier chatten, wenn ich aufnehme. Egal. Was wollte ich sagen? Genau, ich habe den noch nicht gespielt. Und der andere Punkt war, oder der Punkt war vielmehr, ich wollte eigentlich mal gucken, wie das mit den Strukturpunkten im Vergleich zu anderen Fliegern aussieht. Jetzt zum Beispiel bei den Jägern. Dann andere Jäger von anderen Nationen. Muss ich mal schauen. Also ich habe wirklich das Gefühl, Japaner sind da etwas spärlich bestückt. Was auch immer du jetzt geschrieben hast. Ich habe es nur ganz kurz gesehen. Keine Ahnung, was da stand. Irgendwie, wie ich den Part benennen soll, habe ich jetzt gar nicht mehr gelesen. Muss ich mir vielleicht danach mal anschauen oder wenn wir hier durch sind. Auf jeden Fall, was machen wir denn jetzt hier? Und natürlich, wenn irgendwer mal mitfliegen will, einfach adden, einfach mal anschreiben. Am besten auch über Steam, weil da bin ich eigentlich immer erreichbar. Gut, und jetzt hier mit den beiden Militärbasen und dem Feldflugplatz in der Mitte fliegen wir. Ach, ich glaube schon. Ja, komm, fliegen wir dahin. Auch wenn ich davon jetzt nicht so begeistert bin. Mal gucken, wie sich das Teil hier steuert. Ja, wo ist er denn? Da oben ist er. B-17D. Okay. Bomber. Gut, dann werde ich vielleicht mal ein bisschen auf ihn aufpassen. Aber auch nur ein kleines bisschen. So hoch komme ich leider nicht. Gut, aber ich kann trotzdem mal gucken, ob da dann irgendwas ankommt oder nicht und das dann rausnehmen. Hallo, Bowfighter. Komm schon. Ja, fliegt weg. Komme ich sowieso nicht hinterher. Was ist mit dir hier? Das ist jetzt auch gerade nicht so toll. Irgendwie schieße ich mit Papierknöllchen. Kann das sein? Da haben wir einen Bomber. Ansonsten. Da unten fliegt was rum. Ja, der Bomber muss dran glauben. Oh, ich habe sogar hier schon Klappen. Das ist ja wirklich interessant. Ich mache irgendwie null Schaden. Das kann doch nicht sein. Wo ist denn der andere? Gut, ich gehe jetzt doch mal runter. Er hat nicht mehr viel. Wow.
Es dauert aber echt ganz schön lange. Da oben haben wir wieder DO17Z. Hält eigentlich nicht so viel aus. Da haben wir wen in der Hurricane. Ich glaube, ich sollte wirklich nicht in dem Flieger auf ihn zufliegen. Grüße an den blauen Baron. Wer ist der blaue Baron? Da kommt der nächste. Oh Gott, Heck ist beschädigt. Also knapper geht's nicht. Ich glaube, dass, also ganz ehrlich, hat das irgendwer schon mal so geschafft, so knapp über den Boden zu fliegen? Ich glaube nicht. Aber wenn nicht, ist das Ding ja. Auf jeden Fall. Ah. Gut, das sieht aber bisher eigentlich ganz okay aus. Die Mitte wäre jetzt natürlich mal ganz nett. Ich glaube, da werde ich auch sofort hinfliegen. Das Problem ist nur da oben, das werden wir gleich verlieren. Ja, wir müssen hier echt... Wenn wir schnell die Mitte kriegen können. Unsere Militärbasis startet Angriffe auf den Gegner. Das sollte es ihnen leichter machen. Dann läuft das ganz gut. Der Gegner hat die Militärbasis übernommen. Ja, das war jetzt ein bisschen blöd. Was fliegt denn hier noch so rum? Gut, da hinter dir komme ich nicht her. Ja, das sollte man nicht machen. Ja, das war jetzt super, super dumm von mir. Verdammt. Ja, das kann man halt mit den Japanern, glaube ich, gar nicht machen. Zumindest nicht mit den Jägern irgendwo sowieso frontal drauf zufliegen. Das kann man so knicken. Ah, da muss ich mich auf jeden Fall noch ein bisschen dran gewöhnen. Ich habe die jetzt ja auch noch nicht so viel gespielt. Aber dafür haben wir jetzt die Mitte. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt müssen wir die nur noch behalten. So, du bist eher nicht so interessant. Wo ist denn hier noch ein menschlicher Spieler? Gut, den haben sie zerlegt. Das sieht doch soweit schon mal ganz gut aus. Was fliegt da oben rum? BF-110E. Gut, und ansonsten... Ich glaube, du musst mal dran glauben. Der will doch bestimmt gleich wieder... Nee, will er nicht. Ich würde gern auch noch mal drauf schießen. Ich würde gern auch noch mal drauf schießen. Oh, ich habe ihn nicht getroffen. Gut, dich habe ich aber noch getroffen. Und was den Rest hier so angeht, was fliegt denn hier noch so rum? Du bist jetzt nicht so interessant... auch nicht unbedingt. Ah, verdammt. Ein Ticken zu spät. Ich hau mal die Klappen raus. Also nicht raus, sondern ich fahre die aus. Dich haben wir zerlegt. Das Ding ist aber echt wendig. Ohne Witz. Liegt da so rum.
Jetzt haben sie die beiden. Oh, das ist nicht so cool. So, dich hätten wir mal erledigt. Ansonsten, da oben ist noch irgendwo ein Bomber. Irgendwie. Die Schüsse fliegen echt ein bisschen merkwürdig. Da muss ich bei. Oder sind die. Fliegen die langsamer? Mir kommt das so vor, als ob ich da viel weiter vorhalten muss. Was die angeht, müssen wir echt mal. Ah, das sieht nicht so. Oh Gott, das wird echt knapp. Gut, ich brauche auch gar nicht mal runterfliegen. Das passt von der Zeit her sowieso nicht. Das ist nicht gut. Da oben haben wir einen Bomber. So, du müsstest mal dran glauben. Ah, da komme ich nicht hinterher. Das ist jetzt. Ah, das ist jetzt immer richtig doof. Das ist aber. Oh, verdammt. So ein Mist. Gut, aber allein hätte ich da sowieso nicht hinfliegen brauchen. Mit dem Papierflieger hier. Ja, das war jetzt ja mal richtig Mist. Ah, ja. Oha. Gut, aber gerade in so einem japanischen Jäger, was will man da großartig machen? Da kannst du im Prinzip nichts mehr machen. An der Stelle, in der Situation, da bist du ganz schön aufgeschmissen. Gab aber doch einiges an XP. Gut, dann such mal noch ein Gefecht. Tier 5, B17D und Tier 3 zusammen. Das ist ja kein Wunder, dass ich keinen Schaden mache. Tippen. Ja, super. Super, so viel zum Thema Tippen. Ich habe das Mikrofon hier vor meiner Nase auf so einem kleinen Pappkartonturm stehen. Deswegen ist das mit Tippen halt schwierig. Nicht unbedingt, weil ich die Tasten nicht sehe, sondern weil ich da gar nicht rankomme, weil diese Kartons so breit sind, wo das Mikro draufsteht. Ihr habt es ja schon gesehen, ich wollte eigentlich schreiben, ich habe bei den Japanern nicht Tier 5. Momentan ist ja Marsch der Nation mit Japan. Japan. Deswegen will ich auf jeden Fall hier mit den Japanern rumfliegen. Aber ganz ehrlich, diese ganzen Credit Booster, die man bekommt, die kann man gar nicht alle benutzen. Seien wir doch mal ehrlich. Unmengen. Momentan habe ich jetzt auch noch nicht wieder RB17 gespielt oder anderen Tier 8. Einfach aus dem Grund, ja, ich will halt ein bisschen in den normalen Bäumen voranschreiten. Und das ist ein bisschen kontraproduktiv, wenn ich dann Premium spiele. Aber ich habe mir das so gedacht, sobald ich keine Knete habe, werde ich mal wieder ein bisschen Premium spielen. Dann werde ich auch mal Booster reinhauen und dann mal so ein, zwei Stunden RB17 fliegen. Aber das, ja, momentan geht es eigentlich, was das Einkommen so angeht, so auf den niedrigen Stufen. Problematisch dürfte das bald mit den Stellplätzen werden. Ich komme momentan einfach nicht hinterher mit dieser Spezialisierung bei den kleinen Fliegern. Das dauert selbst bei denen schon ein bisschen.
Oh, da kommt was geflogen. SB. Okay, SB. Oh nein, du fliegst nicht direkt auf mich zu. Nein, Moment, du fliegst weg. Das konnte ich gerade nicht so richtig einschätzen. Was mit dir hier? Ich kann mal wieder hier die Klappen ausfahren. Ich bin, glaube ich, zu schnell. Und du brennst und du bist gleich Geschichte. Jawohl, geht doch. Motor ist überhitzt. Das ist nicht so wild. Aber da unten haben wir auf jeden Fall... Uiuiuiui. Mal ein bisschen aufpassen hier. Also mit den Japanern muss man echt immer zickzack fliegen. Ah, da kommt irgendwas. Bin zu schnell, oder? Nee, das reicht noch. Wunderbar. Okay. Gut, gut. Dich hätten wir. Na komm schon. So, endlich haben wir das eingenommen. Was kommt da jetzt an? Oh, und ich habe die beiden. Das ist natürlich nicht so praktisch. Es hat hier auch ein bisschen lange gedauert. Ja, wir müssen jetzt hier was in der Mitte machen. Na komm schon, ich habe die Klappen jetzt nicht wieder eingefahren. Oh nein, 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 das kannst du knicken. Komm schon, zieh rum. Ja, wunderbar. Super, super wendig sind die Dinger. Scheinbar sieht man da Einschläge aufblitzen, aber ich höre den Einschlagsound nicht und irgendwie mache ich da auch keinen Schaden manchmal. So, dich hätten wir. Was mit dir? Ja, ich benutze diesen Zoom wahrscheinlich zu selten. So, dich hätten wir auch. Fürchte nur, die nehmen da gleich oben was ein. Ich glaube, wir sollten jetzt einfach mal runterfliegen. Und wir liegen hinten. Das ist jetzt nicht so praktisch. Da kommt schon wieder Kundschaft. So, aber das war super easy. Der ist einfach gerade weitergeflogen. Was man nicht unbedingt machen sollte. So, und was mit dir? Ja, Strömungsabriss. Hallo. Gut. Aber dich hätten wir dann auch. Alles klar. Und da kommt schon wieder einer. TSH-3. Das könnte natürlich auch schon wieder... Ach, wisst ihr was? Ich fliege jetzt trotzdem darunter. Obwohl, dich könnte ich... Na, komme ich hinterher? Ich muss da echt weiter vorhalten. Wir müssen unbedingt... Jetzt ist da unten von uns keiner mehr. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Dann werde ich da nämlich jetzt auch nicht hinfliegen.
So. Dich haben wir jetzt auch gleich. Jawohl. Das bringt alles nichts. Wir haben die Punkte nicht. Gut, die wollen scheinbar da oben hin. Ah, das ist aber unpraktisch. Wir können Sie nicht länger unterstützen. Der Sturm ist zu schwer. Haben Sie verstanden? Sie haben uns bald. Das war ein bisschen zu nah. Das gibt es doch nicht. Das ist doch echt nicht wahr. Ach, ja, toll. Super. Gut, was hätte ich denn jetzt an der Stelle machen sollen? Jetzt mal ernsthaft. Alleine hätte ich nicht runter oder hoch fliegen können. Auf der anderen Seite kam dann immer wieder Rote in die Mitte. Das heißt, ich kam da im Prinzip auch nicht weg, weil ich habe den Punkt verteidigt. Das ist ja echt schon ein bisschen... Das waren jetzt zwei echt richtig blöde Runden. So. Bomber-Gameplay. Total spannend. Bin hin und weg. Elmar, nein. Wir schauen auch nicht Dwayne The Rock Johnson zu. Achtung an alle Flugzeuge. Ja, Aussprache und so, ne? Gut. Einmal probiere ich es jetzt noch. Es kann auch nicht so schwer sein, hier einmal zu gewinnen. Waren zwar schon blöde Niederlagen, aber das war noch ganz okay. Also es war zumindest knapp 43.000. Ich müsste eigentlich schon genug hier wieder haben für den nächsten Kandidaten. Nee, noch nicht ganz. Okay, gut. Dann machen wir das Ganze nochmal. Und ich habe noch 500.000 Credits und auch noch knapp 20.000 freie Erfahrung. Aber mittlerweile wird es schon weniger. Ich hatte mal knapp 80.000. Schon ein bisschen zusammengeschrumpft. Gut. Weiß nicht, kommt jetzt nach den Japanern noch irgendwer dran? Mit Marsch der Nation? Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Na gut, auf jeden Fall, das sollte mit den XP auf hier definitiv noch reichen. Na gut, dann will ich jetzt aber mal hier was sehen. Es dürfte auch noch passen, wenn das jetzt noch so... Ja, dürfte ein bisschen länger als eine halbe Stunde gehen, das Video hochladen. Ich sag mal, das ist dann gegen 22 Uhr verfügbar. Ich hatte eigentlich schon überlegt, heute früh aufzunehmen, aber ja, dann kam dann wieder das dazwischen und jenes und überhaupt. Ja, auf zur Militärbasis. So sehe ich das auch. Der kommt jetzt nicht allzu viel mit. Ich werde von der Flugabwehr beschossen. Da freue ich mich doch immer drüber. Warum denn nicht?
Immer schön zickzack fliegen. Ja, da komme ich einfach nicht ran. Ich fliege jetzt hier eigentlich auch nur mit. Ja, gut, ich kann jetzt hier... Doch, da kommen doch welche. Da oben ist ein Bomber. Da ist eine Bristol. Mann, die verdammte Flak kann mal auf wen anders schießen. So, das hat ein bisschen gedauert. Es war wieder extrem komisch mit dem Vorhalten bei den Japanern, weil ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich treffe nicht, obwohl ich ungefähr gleich weit vorgehalten habe. So, ich glaube, du musst mal dran glauben. Das glaube ich. Na komm schon. So, dich hätten wir erledigt. Irgendwie habe ich den auch gar nicht mehr getroffen. So, du bist abgebrannt. Wen haben wir hier noch? Gar keinen. Alles klar. Und wie sieht das mit den Basen aus? Na gut, die fliegen jetzt alle darüber. Zur Militärbasis. Ich glaube... was machen wir? Das ist jetzt die große Frage. Ich glaube, vielleicht am besten die hier mal abfangen. Ah, da war mein Mauspad zu Ende. So, dich hätten wir auch zerlegt. Ja, du brennst zumindest mal. Was ist mit dir, Kollege? Na komm schon! Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, toll, da war noch einer. Okay, aber es sieht punktetechnisch immerhin gut aus. Ja, verbuggte Runde, sagt er. Hin und wieder kommt das durchaus vor. Ich glaube, wir haben unser Momentum verloren. Oh ja. Sieht ganz stark danach aus. Und mit den Bombern hier, das ist halt... Komm nicht an die dran! Da kann ich noch was... Na, da brauche ich gar nicht hinfliegen. Nee. Das könnte er kniegen. Ja, Mitte haben wir gleich auch verloren.
Verdammt. Wo ist denn mein Team? Das haben wir jetzt auch verloren. Oh Gott. Ja, ne? Also was soll ich denn jetzt hier machen? Keine Ahnung. Kann ich jetzt gerade nicht allzu viel machen. Gut, ich kann versuchen, hier die Mitte einzunehmen. Okay, die Militärbasis haben wir jetzt. Das ist doch schon mal ganz nett. So, und jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen. Vielleicht kann ich ja doch hier den ein oder anderen Flieger abschießen. Das sieht nicht so gut aus. Ja, das sieht echt nicht gut aus. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Das war's. Ab jetzt ist kein Durchkommen zu ihm. Die sind auf sich allein gestellt. Bräuchte mal etwas Hilfe. Das ist so gut, so schnell wie das Teil dreht. So. Ansonsten, was fliegt da noch so rum? Ich fliege hier einfach nur noch ganz wild zickzack. Unsere Rakete hat das Ziel erreicht. Gegnerische Objekte beschädigt. Ihn hier könnte ich nochmal ankratzen, aber ja, ist wirklich nur ankratzen. Ich sehe jetzt gar nichts mehr. Nein, nein, nein. Der Gegner steht nicht vor dem Sieg. Kommt gar nicht in die Tüte. Ach verdammt, der steht doch vor dem Sieg. Das ist jetzt auch wieder toll. Hallo, da kommt Kundschaft. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass der schon so auf die Entfernung schießen kann. Oh, verdammt. Ich sollte vielleicht ein bisschen... Ja, das war zu nah. Verdammt, aber ich hatte auch nichts mehr. Ah, das ist ja ganz toll. Und ich kann nicht fliegen, weil ich habe keine Flugzeuge mehr. Na, das ist ja mal toll. Aber die haben auch keine Flieger mehr. Aber trotzdem, das wird... Uiuiui. Und jetzt haben sie die eingenommen. Ich krieg einen Föhn. Na okay, das war's. Ich würde sagen, das war's. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war's erstmal von mir oder von dem Hund und mir. Bis bald.